Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Challenge Mario Kart Double Dash. Hier bei der letzten Challenge und dem letzten Mal Zeitfahren, nämlich in Regenbogen Boulevard. Und ich muss euch, glaube ich, nicht erzählen, dass das schwierig wird. Auch hier will ich wieder eine möglichst gute Zeit im Zeitfahrmodus aufstellen. Ich will auf jeden Fall den Entwicklergeist schlagen und darüber hinaus vielleicht sogar auch noch eben eine coole Zeit aufstellen. Und das auf der schwierigsten Strecke im Spiel. Das wird mein Spaß. Ich glaube übrigens, die Sternstunden, die hier ab und zu runterfallen, das habe ich ja im Grand Prix erwähnt, wo man Sterne kriegen kann, ich glaube, hier kommen keine Sterne. Das wäre auch irgendwie komisch, wenn man hier Sterne sich absnacken könnte im Zeitfahrmodus. Also hier werden, glaube ich, keine kommen. So, die Stelle wird lustig. Ich weiß gar nicht, ob ich hier driften will, überhaupt. Weil Drift-Turbo bringt mir nichts, weil wenn ich das ja gut spielen würde, würde ich ja eh jeden Turbo mitnehmen. Und es halt, geht halt nur um die Kontrolle. Ich glaube, ich habe sogar mehr Kontrolle, wenn ich dann nicht drifte. Wenn ich versuche, die mitzunehmen. Boosts. Und hier diese paar Kurven sind auch ziemlich eklig. Ab hier, wenn ich mal hier bin, geht sogar halbwegs. Ich könnte hier sogar auch nach vorne oder hinten drücken, den Stick. Ich glaube, dass ich früher lande, ist sogar auch wieder besser. Tatsächlich. Ja. Weil hier ist dann halt immer noch gerade und hier ist noch eine Spirale. Die auch nicht so toll ist. Spiralen sind immer komisch irgendwie. Aber geht schon. Aber ja, eine Runde dauert hier über eine Minute. Also über 3 Minuten wird unsere Gesamtzeit am Ende sein. Das ist schon sehr, sehr viel. Also es gibt hier viel Potenzial für Fehler. Weil ich halt sehr lange am Stück halbwegs gut fahren muss. Und das ist natürlich nicht so einfach. Pilze übrigens. Keine Ahnung. Ich meine, es ist schwierig hier gut Pilze einzusetzen. Weil man halt eh überall Beschleunigungsstreifen hat, so ungefähr. Ja, den erwische ich aber nie. Man muss auch gar nicht jeden. Muss auch gar nicht jeden einzelnen erwischen, weil die manchmal so nah beieinander sind, dass es eh sich gar nicht rentiert. Aber ich sollte halt am besten bei der Spirale da immer. Immer im Turbo-Modus sein. Ist natürlich nicht so einfach. Aber sollte man halt am besten versuchen. Aber genau, wenn ich hier früher lande. Ah, ich kann sogar so landen, dass ich noch gar nicht beim Beschleunigungsdings bin. Scheiße. Ja, das ist natürlich auch nicht so gut. Ich sollte am besten so landen, dass ich genau am Anfang davon aufkomme. Das ist natürlich auch nicht so einfach, das genau hinzukriegen. Ja, aber ich finde, es ist sogar trotzdem schon ganz okay, was ich hier mache. Weil ich mache keine großartigen Fehler. Ich fahre mir ein bisschen an Wänden entlang und so. Und erwische Kurven vielleicht nicht perfekt. Ich erwische nicht jeden Beschleunigungsstreifen. Aber es ist trotzdem ganz okay, was ich hier mache. Ich mache jetzt mal hier einfach. Ja, das war dumm, weil den habe ich jetzt nur ganz, ganz wenig ausnutzen können. Aber ich sollte den am besten direkt nach dem Start machen, aber da kam ich jetzt irgendwie nicht mehr dazu, das in allen 3 Runden oder in 2 von den 3 Runden zu machen. Ja, den letzten habe ich echt nicht erwischt, wirklich? Den habe ich doch berührt. Mann. So, hier mache ich ja immer nur Rechtsdrifts irgendwie. 3 Stück einfach. Das war ein bisschen knapp. So ungefähr ausrichten. Ja, das ist ganz gut, genau. Jetzt bin ich früh aufgekommen und nicht so lange in der Luft gewesen. Aber trotzdem habe ich direkt den Beschleunigungsstreifen mitnehmen können. Ja, also so ist am besten, würde ich mal schätzen. Wirklich. Ich wollte sogar fast schon sagen, dass das eigentlich schon zufriedenstellend wäre. Aber nee, ist es nicht. Ja, vielleicht dauert es ja doch gar nicht so lange, eine gute Zeit aufzustellen. Weil das war jetzt schon echt ganz gut. Bis auf das Ende. Das war nicht so toll. Aber es hat auch gar nicht so viel Zeit gekostet. Ja, schon ein bisschen, ich weiß. Aber ja, jetzt gucken wir erstmal, ob ich den Entwicklergeist bekommen habe. Ich glaube schon. Oder nicht? Echt? Habe ich nicht? Okay. Das ist kein gutes Zeichen. Weil man spielt ja immer so ein paar Sekunden vor der eigentlichen Zeit vom Geist dann frei. Okay. Ich meine, es würde ja passen, wenn der Entwicklergeist hier nochmal sehr gut wäre. Auf Regenbogen Boulevard. Na, scheiße. Na, Mann. Aber das finde ich jetzt trotzdem hart, irgendwie. Ich bin sogar trotzdem fast genauso gut wie mein Geist gerade eben, wo ich das so schlecht gemacht habe. Habe ich es gerade eben auch so schlecht gemacht, oder wie? Ja, da ist schon noch deutlich mehr drin. Auf jeden Fall. Klar. Allein mit dem Ende. Aber auch sonst. Ich habe ja überall so ein paar kleine Fehler gemacht. Aber keine Ahnung, habe ich bei Bowsers Festung auch. Und da habe ich trotzdem den Geist locker schlagen können.
Und hier habe ich ihn jetzt nicht mal freigespielt. Okay. Ja, vielleicht bin ich hier einfach automatisch zufrieden, wenn ich den Entwicklergeist geschlagen habe. Weil der scheint hier sehr, sehr gut zu sein. Soll jetzt dran denken, Pilze einzusetzen hier. Weil hier ist die einzig wirklich sinnvolle Stelle, finde ich, wo man die überhaupt einsetzen kann. Weil alles andere sind Kurven oder hat Beschleunigungsstreifen und da rentiert sich's nicht. Oder ist sogar schlecht, Pilze einzusetzen. Ja. Okay, arg weit vorne bin ich jetzt natürlich nicht. Aber, also Runde 2 habe ich ja gerade gut gemacht, Runde 3 aber halt dafür nicht. Ja, Mann. Den unteren muss ich gar nicht mitnehmen. Der ist egal, weil da eh, wenn ich da einfach oben bleibe, dann kommt sowieso der nächste schon wieder, während nochmal ein aktueller Boost anhält. Das ist ganz gut. Ja, nicht so schlimm. Ein Drift-Turbo weniger, dafür habe ich die Kurve besser genommen. Also, passt. Das ist ein guter Ausgleich. So, ein bisschen nach oben drücken, damit ich ein bisschen früher lande. Genau, perfekt. Und hier ist er nur gerade. Aber das ist auch nicht so einfach, weil das da auch so ein bisschen uneben ist und man ja auch die Beschleunigungsstreifen mitnehmen will. Das ist sicher besser, wenn ich gar keinen Drift-Turbo einsetze. Habe ich mich vorhin schon gewundert. Weiß ich nicht. Vielleicht. Ich glaube, das ist kein großer Unterschied. Ja. Also ich bin jetzt sogar trotzdem schon 1,5 Sekunden vorne. Obwohl ja Runde 3 jetzt erst die beschissene ist von meinem anderen Geist. Also da ist schon noch... Ach Gott! Da ist schon noch einiges drin. Das war jetzt noch nicht so toll. Also, wenn ich jetzt die dritte Runde halbwegs okay zu Ende fahre, dann dürfte ich jetzt schon mal den Entwicklergeist kriegen. Oder? Ich hoffe doch. Okay. Ja, ich habe zwar nicht alle mitgenommen, aber ich habe trotzdem fast dauerhaften Turbo gehabt. Weil, wie gesagt, man muss ja gar nicht alle mitnehmen, weil die sehr, sehr eng hintereinander teilweise kommen. Also, war ziemlich gut. Okay, ja, das ist sehr, sehr gut. Bisher, nice. Okay, jetzt am Ende dann noch nicht bei der Spirale die Wand knutschen. Dann wäre das schon mal nochmal eine relativ deutlich bessere Zeit sogar als gerade eben. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das so leicht schaffen würde, das nochmal so stark zu verbessern. Weil das war gerade eben eigentlich auch schon ganz okay, finde ich. Ja, kein Drift-Turbo mehr bekommen am Ende, aber egal. 3,14 unter 3,15 ist voll gut, finde ich. Also übelst gut. Da wäre ich eigentlich schon voll zufrieden. Ja, das ist ja auch 5 Sekunden besser. Echt, war das so schlecht gerade? Krass. Und es geht ja immer noch besser, weil ich immer noch ein paar Sachen nicht ganz gut gemacht habe. Aber jetzt gucken wir erstmal. Also, wenn ich ihn jetzt nicht habe, dann drehe ich aber durch. Ja, man kann schon erkennen. Ist es Peach? Ja. Ah, das ist lustig. Das ist cool. Das ist ein gutes Detail, finde ich. Das machen Mario und Peach. Das ist ziemlich cool. Die habe ich sogar im allerersten Part genommen, im Grand Prix. Das ist passend. Weil normalerweise, also bisher waren es ja, glaube ich, immer ausnahmslos... Alter, wie gut nehmen denn die Kurve da? The fuck? Ausnahmslos immer halt Duos. Ich nehme ja auch kein Duo mit Toad und Paracooper. Die passen ja auch gar nicht zusammen. Normalerweise war es immer so bei den Entwicklergeistern bisher. Aber hier bei der letzten Strecke nochmal nicht. Das finde ich cool. Ja, nehmen halt auch alle mit, ne? Ist es Mario Kart sogar, was sie haben? Ja, ist es sogar. Also es sind exakt die Fahrerkombination, die ich im ersten Part vom Grand Prix genommen habe. Das ist ziemlich cool. Okay. Aber ich frage mich gerade, wie die am Anfang das so gut machen konnten. Bei diesen ultra scharfen Kurven da. Ja, vielleicht... Oh Gott, das war knapp. Vielleicht machen die da keinen Drift-Turbo. Das ist vielleicht besser, weil sie dann die Kurve besser nehmen können. Oder sie haben es einfach extrem gut gemacht. Keine Ahnung. Eigentlich will ich da schon einen machen. Ich glaube, wenn das ziemlich gut hinkriegt, dann ist es schon, schon in Ordnung, da einen Drift-Turbo zu machen. Man muss halt die Kurve trotzdem gut erwischen. Und zum richtigen Zeitpunkt den Turbo einsetzen. Dann kommen wir da schon auch ganz gut rum. Ja. Okay. Mein anderer ist sogar auch vor dem Entwicklergeist noch. Also ich glaube, ich hätte ihn gerade eben auch schon schlagen können. Aber ich versuche jetzt mal hier sogar mich nochmal zu verbessern. Wenn ich mich nochmal verbessern könnte, dann wäre ich auf jeden Fall zufrieden. Okay, nicht ganz alle mitgenommen, aber die allermeisten. Und ich war fast dauerhaft im Boost-Modus. Also alles cool. Okay, diese Kurven am Ende, dass ich da noch nicht runtergefallen bin, wundert mich. Weil die sind auch echt gar nicht einfach. Da bin ich ja gerade eben einmal fast runtergefallen. Aber noch kein einziges Mal, glaube ich. Also, das wundert mich. Ich stelle mich schon ganz gut an hier. Warum ist mein Geist jetzt eigentlich wieder so gut? Hä? Ich war doch gerade nach vorne. Was soll das? Voll gemein.
Ja, ich meine jetzt hier wirklich lieber keinen extra Drift Turbo. Ist, glaube ich, so besser. Habe ich ein bisschen mehr Kontrolle und so. Und das ist auch unwahrscheinlicher, dass ich dann Fehler mache und dass ich da an der Wand hängen bleibe oder so, wie gerade eben. Also ist, glaube ich, besser so. Ja, wo ist jetzt der Huber eigentlich? Steht es gar nicht. Ja, es ist Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber wir sind auf jeden Fall vor dem Entwicklergeist. Also selbst wenn ich jetzt nicht schaffe, meinen eigenen Geist zu schlagen, dann würde ich einfach die Zeit von gerade eben, glaube ich, nehmen. Weil die war ja übelst gut, finde ich. Sogar unter 3,15 eben. Okay, das war aber auch gut. Nice. Ich bin wirklich fast gleich auf. Warum holt denn der... Hä? Habe ich da gecheatet gerade oder so? Warum habe ich denn da mehr Speed einfach so aus dem Nix? Wo kommt denn das her? Ja, die habe ich aber übelst gut genommen jetzt. Einfach genau gleich, oh mein Gott. Das ist richtig krass. Nein, oh, jetzt, ja, jetzt bin ich da leider, habt ihr das gesehen, aufgekommen. Nein, ohne den Boost mitnehmen zu können. Ja, das wird jetzt über 3,15. Außer ich mache jetzt das hier gut. Komm, ein bisschen Risiko. Ja, okay, komm. Yes, sogar nochmal vorne. Nice, okay, sehr schön. Wunderbar, perfekt. Geil. Mega schnell ging das. Bei allen Strecken aus dem Spezialkampf ging es mega schnell. Ich habe ja erwartet, dass nichts mehr so schlimm werden würde wie Donkey Kong Bergland. Aber mit mindestens 20 Minuten für Regenbogen Boulevard habe ich schon gerechnet, dass ich da brauchen würde. Aber nee, bin übelst zufrieden. Mega, mega zufrieden. Bin ja auch vor dem Entwicklergeist sogar recht deutlich auch wieder. Und habe kaum Fehler gemacht, finde ich. Und habe das ziemlich gut gefahren, finde ich. Bin gut gefahren. Deswegen meine letzte Zeit hier vom Regenbogen Boulevard. 3,14,652. Und damit habe ich den Cypher-Modus für alle Strecken hier in Mario Kart Double Dash erfolgreich abgeschlossen. Und ich bin ziemlich zufrieden mit den Zeiten, die ich hier aufstellen konnte. Nice. Und dann würde ich sagen, war es hier mit den Challenges zu Mario Kart Double Dash. Aber das Let's Play ist noch nicht vorbei, denn ihr habt ja schon gesehen, dass es beim Grand Prix noch einen weiteren ominösen Cup gibt, ganz rechts neben dem Spezialcup. Und den werden wir uns auf jeden Fall noch anschauen. Den auch nicht verpassen, weil der ist ziemlich cool nochmal und was Besonderes so ein bisschen. Gab es, glaube ich, in keinem anderen Mario Kart so in der Form. Und deswegen, das wird nochmal ziemlich nice. Okay. Also dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.